Gallipoli-Stadt ist dank ihrer Lage am Meer und ihres prächtigen geschichtlich-künstlerischen Erbes eine der suggestivsten Ortschaften Salentos. Das Meer spielt die Hauptrolle dieser außerordentlichen Schönheit und die lebhaften Gewässer des Ionischen Meeres scheinen das gesamte Wohngebiet mit einem hellblauen Hintergrund einzurahmen. Im Namen Gallipoli vergegenwärtigt sich das alte levantinische Kulturerbe und nimmt mit seiner Etymologie den sogenannten Genius Loci, das heißt den Geist dieses Ortes, in Anspruch, nämlich Gallipolis aus dem Griechisch schöne Stadt. Ihre Sehenswürdigkeiten erkennt man schon auf dem Weg zur Ortsmitte, die sich auf einer kleinen Insel befindet, die durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Gallipoli beginnt schon im byzantinischen Frühmittelalter eine strategische Rolle im Mittelmeer, besonders für die Kontrolle der Schifffahrtswege des Ionischen Meeres zu gewinnen. Trotzdem ist das 16. Jahrhundert die entscheidende Zeit für das wirtschaftliche und demografische Erblühen der Stadt, vor allem aufgrund der Olivenölerzeugung und Ausfuhr. Noch heute ist es möglich, die alten Ölmühle zu besuchen, die jahrhundertelang eine zentrale Rolle in der Wirtschaft der Stadt hatten. Unter diesen sticht für ihre bemerkenswerte Schönheit die unterirdische Ölmühle der Gemeinde, dem Frantoio Ipogeo Comunale, hervor. Sie liegt unter den Räumen des Granafei-Palazzos. Sie stellt einen wichtigen Beweis des protoindustriellen Erbes des Salentos dar, durch alte ausgestellte Werkzeuge aufgewertet, die jahrhundertelang für die Olivenpressung verwendet wurden. Lange Zeit gab es hier in Gallipoli eine sehr starke Verbindung zwischen Land und Meer, auch dank der Weisheit der Bewohner, die das goldene Öl der Olivenhaine des Interlands auf den Meeresrouten gut zu exportieren wussten. Noch heute ist das Hafenleben von Gallipoli aktiv und arbeitsam. Das beweist die sehr alte seemännische Veranlagung der Stadt, die seit jeher immer entscheidend für den Seehandel und der Fischerei ist. Auch aus diesem Grund wirken die Kaianlagen des Hafens fast pittoresk und sind von zahlreichen Fischen belebt. In dem kleinen Fischmarkt werden alle frischen Meereszeugnisse der Öffentlichkeit gezeigt. Unter diesen stechen die berühmten roten Krevetten von Gallipoli hervor, typisch gallipolinischen Meeresgetier. Die Tourismusindustrie ist zurzeit für die Wirtschaft der schönen Stadt, die ständig von zahlreichen privaten und öffentlichen Maßnahmen im Kultur- und Empfangsbereich verstärkt wird, entscheidend. Die wunderschönen Strände, die die Küste von Gallipoli charakterisieren, ziehen zahlreiche Touristen an. Die Stadt zählt jedes Jahr Hunderttausende Urlauber. Gallipolis Altstadt befindet sich auf einer kleinen charakteristischen Insel, wenige Meter von dem Festland gelegen. Die alten Stadtmauern umgeben den Stadtkern, mit Resten von typischen architektonischen Verteidigungselementen, wie zum Beispiel Türme und Bastionen, die vor allem während der frühen Neuzeit gebaut wurden. Wenn man die Straße Via de Pace überquert, erreicht man das Herz der Altstadt, wo die Kathedrale der heiligen Agatha steht. Sie ist Zeichen für die Frömmigkeit und die Devotion der Bewohner von Gallipoli. Die Kathedrale der heiligen Agatha ist eine Perle der salentinischen Architektur des 17. Jahrhunderts. Sie ist mit eleganten und eingehenden Details verziert, die die Oberfläche aus Carparo, ein typischer kalkgranitischer Lokalstein, dekorieren und die Nischen mit den Statuen der heiligen Agatha, des heiligen Sebastians und des heiligen Faustus hervorheben. Im Inneren kann man die umfangreichen Kunstschätze an Wänden, an der Decke und im gesamten Chor bewundern. Das Hauptthema der Künstler sind die Darstellung der Martyrien der heiligen Agatha
und nicht nur die mit großer Geschicklichkeit von Maler des 18. Jahrhunderts Nicola Malinconico verwirkt wurden. Schon im 4. Jahrhundert war Gallipoli Bischofssitz. Später wurde Gallipoli mit dem Bistum von Nador zusammengelegt. Neben dem Gebäude liegt das Bischofsseminar, ein Bau aus dem 18. Jahrhundert aus Carparo, von dem tüchtigen Mauermeister Adriano Prete gefertigt. Architektonisch ganz anders ist die Turmuhr, die zwischen 1702 und 1740 gebaut wurde. Auf ihrer Fassade sieht man die zwei Ziffelblätter der Sonnenuhr und der mechanischen Uhr. Unten steht das Stadtwappen der Stadt von Gallipoli, ein Hahn mit einem Motto auf Latein. In den typischen Sträßchen der Altstadt kann man wunderbare Beispiele der Architektur des 16. Jahrhunderts und des Barocks bewundern, wie auch die Wohnsitze der Familien des Landadels. In den Gassen, die in der Altstadt ineinandergreifen, stößt man auf den uralten sozialen Wohnungsbau des Salentos und besonders auf die typischen sogenannten Case a Corte, also der Hofhäuser einer Art Häusergemeinschaft mit einem gemeinsamen Hof inmitten der Häuser. Wenn man auf der ehemaligen Stadtmauer spaziert, kann man die anmutige Aussicht der Bucht von Gallipoli bewundern, ein echter Zauber, bei dem die Palazzos der Altstadt den Horizont des Ionischen Meeres treffen. Die religiöse Devotion der Bewohner von Gallipoli drückt sich durch vielen kleinen Kirchen aus, echte künstlerische Beweise der Volksglaubens. Der Beweis der Hingabe zu Maria ist in der kleinen Kirche der Madonna der Reinheit, der Purità, die über dem kleinen gleichnamigen Strand steht. Die Einraumkirche zeigt den künstlerischen Prunk, der in den prunkvollen Ornamenten aus Gipsmörtel und in den verschiedenen Bildern des Gebäudes erkennbar ist. Der Boden aus Majolika aus dem 19. Jahrhundert verschmilzt mit dem Chorgestühlen aus Holz der Mitglieder der Bruderschaft links und rechts an den Wänden. Wunderschön ist das Bildnis der Jungfrau der Reinheit Purità vom berühmten Maler Luca Giordano. Das Carparo-Gestein spielt die Hauptrolle der städtischen Architektur. Es wurde auch für den Bau der Kirche der Rosenkranz Madonna del Rosario verwendet, die die Dominikanermönche am Anfang des 18. Jahrhunderts bauen ließen. Neben der Kirche steht das alte Kloster des heiligen Dominiks, das heute der Gemeinde gehört. Es ist der Hauptpunkt des kulturellen Lebens von Gallipoli. Sehr wichtig sind die städtische Workshop Liberal Arte, das heißt befreit die Kunst, und das Meereskultzentrum Marea, das heißt Gezeiten. Im Kloster sind noch einige Fresken sichtbar, Bilder, die die Heiligen zelebrieren, die dem Orden der Dominikaner, wie zum Beispiel Thomas von Aquin und Katharina von Siena, verbunden sind. Gallipoli ist eine einzigartige Stadt, in der sich der Charme der Naturlandschaft mit der Pracht der salentinischen Kunst verbindet. Man spürt hier eine starke Verbundenheit mit der Tradition und der Geschichte. Das Kastell liegt fast am Eingang zur Altstadt. Jahrhundertelang hat es das Reichtum der Stadt von Gallipoli geschützt. Man kann vermuten, dass es schon im Spätmittelalter ein Militärgebäude war. Es wurde dann, wie damals üblich, von den sich abwechselnden Herrschern, den Normannen, den Anjou und den Aragonesen verändert und ausgebaut. Während der spanischen Fremdherrschaft wurden wichtige Modernisierungsarbeiten durchgeführt, wie zum Beispiel der Bau des runden Wehrturms. Er wurde zum Schutz des Zugangs der Stadt errichtet und später vom Rest der Festung isoliert.
Das Kastell war von einem Wassergraben umgeben. Der Zugang ins Innere war dank einer Zugbrücke möglich. Die Festung von Gallipoli ist ein militaristisches Gebäude von großem Ansehen, das die Stadt sowohl von See- als auch von Bodenangriffen schützte. Im 19. Jahrhundert wurde die Markthalle in unmittelbarer Nähe zur alten Schlossfassade gebaut. Sie wurde kürzlich nach langer Schließung wieder eröffnet. Die alte Markthalle, die direkt am Kastell angeschlossen ist, verfügt heute über Bars, kleine Stände und Geschäfte. Heute werden im Kastell von Gallipoli zahlreiche nationale Kulturevents organisiert. Im Herzen der Altstadt von Gallipoli, in der Räumen, die früher als städtische Krankenhaus benutzt wurden, kann die wichtige archäologische Sammlung des Stadtmuseums Emanuele Barba besucht werden. Das Museum wurde im 19. Jahrhundert dank Schenkungen bedeutender Bewohner von Gallipoli gegründet. Im großen Museumssaal sind zahlreiche Stücke ausgestellt, die zur naturalistischen und archäologischen Geschichte des Gebiets gehören. Es ist eine Reihe durch die Geschichte ab der Zeit der Messapier bis zur Spätantike. Die Art der Ausstellung spielt die Kultur des Endes des 19. Jahrhunderts wider. Im Museum ist das zoologische Kabinett des Naturforschers Emanuele Barba eingebettet, das heißt eine Sammlung reich an Fossilien und Mineralien. Die Räume des Städtischen Museums sind festlich und stark mit der Tradition verbunden, wie ein Kulturschrein, der unter den Besuchern Staunen und Bewunderung hervorruft. Die Stadtpinakothek von Gallipoli ist auch vom kunstgeschichtlichen Gesichtspunkt aus bedeutend. Sie liegt in den Räumen des Palazzo Balsamo in der Straße Via Antonietta de Pace. Hier werden verschiedene Gemälde aufbewahrt, die der Familie Coppola gehörten und der Gemeinde von Gallipoli im 20. Jahrhundert geschenkt wurden. Man kann hier einige Meisterwerke des berühmten Maler Giovanni Andrea Coppola, einem Sohn der Stadt, bewundern. Er lebte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Coppola war ein besonders fähiger und berühmter Künstler. Er wird als einer der Meistermaler der salentinischen Barockkunst betrachtet. Seine feine und elegante Technik wird in dieser interessanten Gemäldesammlung hervorgehoben. Die Altfoliantensammlung und das Stadtarchiv wird im pittoresken ehemaligen Oratorium des Heiligen Angelus aufbewahrt. Heute ist es Sitz der Stadtbibliothek. Sehr suggestiv ist die prächtige Freitreppe aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, die sich perfekt in die gewundenen Gipsformen und Bäumen einschmiegt, die hier an die Rokoko-Architektur erinnern. Im Inneren wird ein wertvoller Archive- und Bücherbestand aufbewahrt. Hier werden nämlich verschiedene Folianten aufbewahrt, die zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert gedruckt wurden und darüber hinaus auch die wichtige Sammlung der berühmten roten Bücher, in denen die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Vergangenheit von der Gemeinde Gallipoli aufgezeichnet wurden. In den Räumen des Palazzos Rocci kann man das Meeresmuseum besuchen, eine prächtige Sammlung von zoologischen Meeresfunden und eine Abteilung für verschiedene Walarten.
Das Meeresmuseum bietet die Möglichkeit, die Meeresbiologie besser zu kennen. Es ist sowohl für Familie als auch für Leute vom Fach geeignet. Auch das entzückende kleine Theater Garibaldi befindet sich in der Altstadt. Es wurde 1825 vom adligen Bonaventura Balsamo gebaut und danach von der Gemeinde von Gallipoli 1874 erworben. Im Inneren bewundert man die typische Architektur der italienischen Theater, prächtig mit wertvollem Damast und prunkvollen goldenen Stuckarbeiten. Das Theater Garibaldi ist ein kleiner Kunst- und Kulturschrein, wo noch heute wichtige Prosa-Schauspiele und Essay-Filme aus dem Spielplan stehen. Die Andreasinsel liegt ungefähr 2 Kilometer von der Altstadt von Gallipoli. Von der Altstadt sieht man die Insel von fast überall, das macht das Panorama der Altstadtinsel so reizvoll. Die Insel hat eine Fläche von 50 Hektare und liegt 2 Meter über der Meeresspiegel. Sie ist das Herz des regionalen Naturparks Andreasinsel und Punta Pizzo-Küste. Die besonderen Umweltbedingungen, wie zum Beispiel der erhöhte Salzgehalt und die geringe Bodenfeuchtigkeit, die die Wüstenbildung verursacht, beeinflussen den Lebensraum der Insel. Auf der Insel steht der 1866 gebaute Leuchtturm. Er wurde kürzlich restauriert und er sticht schneeweiß getüchtet aus der gesamten Landschaft hervor. Auf der Andreasinsel leben verschiedene Vogelarten, unter denen die Korallenmöwe besonders bemerkenswert ist. Es handelt sich um eine Möwenart, die auf den Mittelmeerraum beschränkt und in Italien sehr selten ist. Der Regionalpark zeigt seine Schönheit entlang die Küste von Gallipoli in der Nähe der Strände Lido Pizzo und Lifoggi. Hier wird die Sand- und Küstenumwelt feucht und sumpfig. Was man findet, ist eine einzigartige Landschaft von Farben und Düften der sogenannten Macchia Mediterranea. Die alten Küstentürme machen die sandigen Küsten von Gallipoli noch atemberaubender. Einige von diesen Türmen wurden kürzlich wieder aufgewertet und restauriert und sind der Öffentlichkeit zugänglich. Unter diesen ist beispielsweise der Turm von San Giovanni, der sich am gleichnamigen Strand befindet. Heute ist er Sitz eines wissenschaftlichen Zentrums für Meeresbiologie. Es scheint, als ob er ruhig den Horizont überwacht. Sein imponierendes Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert ragt aufs hellblaue Ionische Meer, als ob er die Schönheit der Landschaft von Gallipoli bewundert.